Sonnige Aussichten und keine Wolken in Sicht. So sollte sich die Karriere von Frauen entwickeln. Dennoch bestehen weiter eklatante Ungleichheiten, insbesondere in Wissenschaft und Technologie. Nach Angaben der UNO sind weniger als 30% der Forschenden weltweit Frauen. Hier endet der Weg für viele junge Frauen in der Berufswelt. Durch die gläserne Decke kommen nur die wenigsten durch. Um sie zu durchbrechen, bekommen junge Frauen hier die passenden Werkzeuge an die Hand. In Nizza organisierte das Technologieunternehmen Huawei die Winter School of Female Leadership in the Digital Age. Das Ziel: junge, talentierte europäische Frauen fördern. Bună, mă numesc Andreea și vin din România. Hei, eu heter Luba und ich komme aus Serbia. Hallo allemaal, mein Name ist Jasmin und ich komme aus Belgien. Hei, mun nimi on Ida ja mä tuun Suomesta. Tere, mä oon Hildegard ja mä oon pärit Eestistä. Eine Woche lang gaben hochrangige Lehrkräfte Einblicke in die Bereiche Programmieren, öffentliches Sprechen, kognitive Wissenschaft, Innovation im Gesundheitswesen und maschinelles Lernen. Hallo, ich bin Cecilia und komme aus den Niederlanden. Ich studiere Biomedizintechnik und finde den Einsatz von künstlicher Intelligenz sehr wichtig, oder? Ich denke, dass die Zugänglichkeit sehr wichtig ist und die Demokratisierung der KI wirklich ein wichtiges Ziel für uns ist, wenn wir alle von der künstlichen Intelligenz profitieren wollen. Aber ich denke, dass ethische Richtlinien festgelegt werden sollten, wenn es darum geht, wie man sie nutzen kann. Aus fast 2500 Bewerbungen wurden 27 Frauen ausgewählt, die jeweils ein EU-Land vertreten. Und zum ersten Mal gab es eine Teilnehmerin aus Bosnien. Es ist eine wachsende Initiative. Wir bei Huawei sind fest entschlossen, Frauen in ganz Europa die Möglichkeit zu bieten, nicht nur im Technologiesektor mitzumachen, sondern auch die Zukunft der Technologie zu gestalten. Die Frauen im Alter von 19 bis 24 Jahren müssen ein starkes Interesse an Technologie und Innovation haben, können aber aus allen Bereichen kommen. Sie nehmen an Führungs- und Technikkursen teil und finden einen Raum, in dem sie Kontakte knüpfen, sich vernetzen und etwas schaffen können. Hier herrscht gerade konzentrierte Ruhe. Ich sitze in der Programmierklasse. Ich habe eben gerade gezeigt bekommen, wie ich selber programmieren lernen kann. Hier 6 nach unten und 5 nach rechts. 4 und 0 und ein Herz ist entstanden. Der Ansatz ist viel spielerischer. Ich sehe die Dinge jetzt ganz anders. Wir gehen wirklich Schritt für Schritt vor. Es ist eigentlich sehr intuitiv und das ist genau das, was ich in der Schule auch gerne gemacht hätte. Nach einer vollgepackten Woche werden die fleißigen Frauen mit Urkunden und Preisen belohnt. Wie könnte man sich nicht gestärkt fühlen, diese ganze Woche mit einer Gruppe von 28 sehr starken Frauen aus ganz Europa, mit denen man in Kontakt ist, mit denen man reden kann. Es gibt so viel positive Energie. Wir werden in Kontakt bleiben. Für mich sind sie jetzt Schwestern geworden. Ich bin mir sicher, dass viele der Frauen, die wir heute getroffen haben, als zukünftige Führungskräfte, als die Changemaker der EU im Rampenlicht stehen werden.